Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Virgin Adventures. Und heute geht es um die Black Prince, ein BR60 Fahrzeug, ein Premium Fahrzeug der Tier 4 Stufe für 39,99 € im Store zu kaufen und ihr bekommt 15 Tage Premium dabei. Ja, ich habe sie mir geholt im Gesamtpaket, wo Halloween und Gaijin Geburtstag hatte. Ich habe mir die vier Britenfahrzeuge gekauft in einem Paket, was insgesamt 39,99 € kostet. Und ich denke mir, das hat sich dann schon eher gelohnt. Black Prince, 39,99 €. Kommen wir später noch drauf zu sprechen. Wir gucken uns jetzt erstmal die Granaten an von diesem Fahrzeug. Gehen wir in die Modifikationen und wir sehen hier erstmal eine MK6-Granate mit einer Durchschlagsleistung von 157 mm auf 100 Meter. Es ist ein 7,7 Kilogramm schweres Geschoss mit einer Mündungsgeschwindigkeit von 883 Meter in die Sekunde. Wir haben noch eine hochexplosive Splittergranate. Nee, die braucht ihr nicht. Dann die MK4. Nee, die braucht ihr auch nicht. Hier, die letzten beiden sind die interessanten Granaten. Die Schott MK8 APC-BC hat eine Geschossmasse von 7,7 Kilogramm, eine Mündungsgeschwindigkeit von 883 Meter die Sekunde. Wir haben eine Durchschlagsleistung von 168 mm auf 100 Meter. Und damit könnt ihr dann im mittleren bis Nahkampfbereich eure Gegner auseinandernehmen. Für Distanzschüsse rate ich dann zum Wechsel auf die Schott MK1. Sie hat eine Durchschlagsleistung von 226 mm, aber eine Mündungsgeschwindigkeit von 1203 Meter die Sekunde. Und das ist gerade das Schöne an dieser Granate. Ihr braucht nicht großartig zu zielen, ein bisschen ausrichten nach oben hin. Die Linien sind ganz eng beieinander und ihr trifft den Gegner. Die Geschossmasse ist etwas klein, 3,5 Kilogramm. Daher für den Nahkampf eher gegen ziemlich stark gepanzerte Fahrzeuge zu gebrauchen, die sich so auf dem 7-0er-Bereich befinden. Ja, kommen wir zu den Modulen zu sprechen. Wir haben hier in der Black Prince zwei kleine Kraftstofftanks. Es ist ein ziemlich großer Panzer, die befinden sich hinten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit diesem Panzer noch nicht ein einziges Mal gebrannt. Wie ihr aus meinen letzten beiden Gefechts raushören konnte, habe ich ein bisschen Probleme gehabt, die Black Prince zu let's playen. Es ist ein ziemlich langsames Fahrzeug. Wir sehen hier die Höchstgeschwindigkeit mit 17,2 km/h angegeben. Das ist wirklich gar nichts. Ihr braucht eine Ewigkeit, bis ihr auf dem Schlachtfeld seid. Und ihr müsst euch im Vorhinein gut überlegen, wo ihr denn hinfahren wollt und wo ihr die Gegner abfangen könnt. Ja, kommen wir zu den Granaten. Wir haben hier, wie ihr sehen könnt, 7 Stapel. Und ich würde gucken, dass die Granaten hier, also weniger Granaten mitnehmen, damit die Stapelchen in der Mitte etwas geringer werden, aber die vorderen Granaten hauptsächlich verschwinden, weil ich würde mich mit der Black Prince immer so hinstellen, dass die stark gepanzerte Front halt dem Gegner zugerichtet ist. Und wenn ihr ihn dann anwinkelt und es ein Gegner schafft, hier reinzuschießen, trifft ihr direkt die Munition und ihr geht natürlich kaputt. Was noch ein bisschen blöd ist bei der Black Prince, ist der Turm. Wie ihr sehen könnt, der Turm, der ist hier vorne in der Mitte ganz eng aneinander vollgepackt mit eurer Crew und mit dem Geschützverschluss und so. Wenn ihr an der Seite einen reinbekommt, könnt ihr definitiv nicht mehr schießen und müsst euch zurückziehen, reparieren. Das klappt aber nicht mit der Black Prince, weil ihr keinen Rückwärtsgang habt. Ihr denkt, der Panther ist schlimm, dann probiert man mit der Black Prince rückwärts zu fahren. Da ist der Panther ein Porsche gegen. So, ich habe zwei schöne Gefechte für euch. Einmal eine Wüstenmap und auf Novorossiysk. Novorossiysk, sehr schön gelaufen. Ich konnte mich genau da hinstellen und das machen, wofür der Panzer hier eigentlich gedacht ist. Ich habe mich eine Stellung ausgesucht und habe den Gegner von dort beschossen. Was dort passiert ist, seht ihr in den nächsten Gefechten.
Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Bis gleich. So, wir sind in Tunesien gelandet und ich muss mal ganz kurz was gucken. Kann ich das noch umändern? Shot MK. Ah, so geht das. Okay. Wir nehmen die natürlich nicht mit. Wir nehmen hiervon 25 Schuss mit. MK8, weil die halt von der Geschossmasse her was größer ist. Und nehmen 15 Schuss von der MK1 mit, weil die halt die höhere Durchschlagsleistung hat. Ich starte hier und 450 Fahrzeugpunkte für einen schweren Panzer bedeutet natürlich, dass wir high tier sind. Natürlich bedeutet das auch, wenn wir drauf gehen, haben wir keine Punkte mehr zum Einstieg. Deswegen, naja, ihr müsst selber aufpassen. Und ja, wie ihr sehen könnt, ist der Pupa hier recht langsam. Aber sieht schon geil aus, ne? Ich finde die britischen Panzer, britischen Panzer recht, ja, gelungen. Die neueren Fahrzeuge, die sehen alle ziemlich, ja, cool aus. Ah, der ist bestimmt umgekippt. Was macht der? Da kann doch keiner sein. Mein Freund, ich werde nicht mit dir in den Untergang fahren. Obwohl dieser Panther hier doch schon zum Snipern gut geeignet ist. Allein durch seine MK1-Shot, die er hat. Wenn man das mal ganz kurz vergleicht. Guck mal, ihr seht hier, wie hoch die Abstände sind zu den Strichen. Wenn ich jetzt die Munition wechsle und mal schieße, dann wechselt er ja die Munition. Jetzt guck mal. Das ist schon ein echt deutlicher Unterschied und wir brauchen nicht mehr so hoch zu zielen, um halt den Feind auf Distanz zu treffen. Ich lasse die Granate auch jetzt mal drinne, weil ich möchte mal gerne die Wirkung sehen. Das ist mein erstes Gefecht heute. Und ja, geht ja meistens in die Hose. Aber ich hoffe mal, dass das jetzt einfach mal nicht so der Fall sein wird. Was steht da? Ist da... Okay. So, da vorne sind die Gegner. Gucken einmal. Schießt er die ganze Zeit hin, ich sehe das gar nicht. Da vorne ist ein Gegner. Okay. Ziel unbeschädigt. Nachgeladen, wir laden unheimlich schnell nach. Treffer, Kette. Ich muss natürlich probieren, in den Turm reinzukommen. Kritischer Treffer. Entschuldigung,
Das ist aber auch der Unterschied, ne? Wir machen halt wenig Schaden. Weil das Geschoss einfach zu klein ist. Ich wechsle jetzt gleich mal um. Der kommt nicht durch. Das ist, glaube ich, ein IS-1 oder so. Zack, Bonheit zerstört. Seht ihr den Unterschied? Die MK8, die ist einfach viel größer. Hat zwar auch keine Sprengstofffüllung, aber macht dann halt durch die Größe des Geschosses viel mehr Schaden, da die Splitterwirkung halt enormer ist. Und ja, wäre meine erste Wahl. Auf mittlere Distanz. Auf höhere Distanz würde ich natürlich wie immer ja die MK1 nehmen. Ist einfach bei den britischen Fahrzeugen mit die bessere Munitionswahl, die euch natürlich auch dann weiter in den High-Tier-Bereichen, also was, mit begleiten wird. Ich hoffe, das ist okay für euch, wenn ich jetzt mal die nächste Zeit... Ich habe mir dieses Paket gekauft. Ich habe jetzt auch die Briten-Premium-Fahrzeuge, bis auf 2 Stück, fast alle. Ja, wäre schön, wenn ihr mir mal reinschreiben würdet, ob ihr mehr von den Briten-Fahrzeugen Videos sehen möchtet. Halt mal etwas Briten-Let's Play. Ich fahre die Nation natürlich auch sehr gerne. Würde mich freuen, dahingehend Feedback von euch zu bekommen. Man merkt natürlich selber, wenn man Videos macht, was gucken die Leute gerne, was nicht so gerne. Am liebsten merkt man so, werden die Deutschen geguckt. Dann kommen so die Briten und Amerikaner und... Ja, was verhasst ist ein bisschen, sind so die russischen Fahrzeuge. Keine Ahnung warum. Ich spiele sie auch gerne. Aber man überlegt zweimal, ob man jetzt ein Video macht mit einem russischen Panzer. Klar könnte man jetzt die ganze Zeit russische Fahrzeuge let's playen, die ganze Zeit 5-6 Kills machen und so. Aber das ist total langweilig. Kann ja nicht die ganze Zeit hingehen und muss ja auch interessant sein, das Gefecht. Ne? Außerdem kriege ich selbst mit den Russen nicht 5-6 Kills hin. Weil ehrlich gesagt, so stark finde ich die nicht. Einzige, was die Russen, den Unterschied zu den Russen und den Amerikanern und Briten, ist halt, dass sie ihre sprengstoffgefüllte Munition haben als Standardgranate. Das macht die Russen und auch die Deutschen so stark gegenüber den Amerikanern und den Briten. Das hört aber dann auf, wenn man im High-Tier-Bereich reinkommt. Die Briten mit ihrer Hash sind dann dort sehr stark und die, ja, Amerikaner mit ihrer Heat-FS-Munition. Und dann gleicht sich das schon aus. So, hier ist zwar der Spawn, aber... Ah, schenk fest. Schon runter. Na, klappt das? Ja. Ja, ist das Fahrzeug so langsam.
dass ich es jetzt erst geschafft habe aufzuschließen. Ich würde gerne noch einen Gegner rausnehmen. Aber ist, glaube ich, zu spät jetzt schon. Ja, Mission erfolgreich. Ein Fahrzeug zerstört und nichts gerissen. Aber egal. Oh, 15.000 Silverlines bekommen. Ist natürlich immer schön, wenn man Geld in den Arsch gesteckt bekommt. Ja, 13.000 Silverlines. 4.489 Fahrzeugpunkte. Davon haben wir natürlich Siegprämie bekommen. 2.660. Ja, Treffer habe ich 4 gemacht. Kritischer Treffer 1 und eine zerstörte Bodeneinheit. Wir gucken uns jetzt natürlich noch ein Gefecht an und ich hoffe mal, dass es ein besseres wird. So, diesmal sind wir mit der Black Prince in Novorossiysk gelandet und wir sind high tier. 450 Fahrzeugpunkte. So, wir können alles 5-0er. Oh, das ist sogar ein Chefy, aber ich denke mal, das hat der Spieler sich selbst ausgewählt, um die anderen zu trollen. Ja, schöne Karte. Könnte auch mal mit dem Black Prince ein bisschen mehr Action bedeuten. Wenn wir nicht denn direkt rausgenommen werden. Wir fahren gegen die Deutschen und Russen. Ja. Da müssen wir uns am besten Deckung suchen und aus der Deckung agieren. Das ist die M18 hingekippt, umgekippt. Hat er es gesprengt? Der sagt. Was für ein. Ey, das ist scheiße, ne? Guck mal, der sagt: Augen auf den ausgeführten Sektor, hat den gesehen und schreibt dann: Avenger, help ihn. Anstatt dass er den selber hilft, ne, schön schnell die Kills machen. Das ist asozial. Das macht man nicht und. Hätte der sich jetzt nicht gesprengt, wäre ich da hingefahren, hätte den geholfen. Jetzt haben wir einen wichtigen Spieler weniger. Ob ich es noch überlebe, etwas weiter zu fahren? Bestimmt nicht. Jawohl, ich hab's überlebt. Da steht einer. Wir haben B und C. Das ist sehr schön. Und ich probiere erst gar nicht zu irgendeinem Cap-Punkt zu fahren. Weil jetzt das Gefecht nämlich wieder gelaufen. Ich stelle mich jetzt hier hin. Kritischer Treffer. Schneller nachladen bitte. Nicht getroffen. Scheiße. Ja, ich hab schon bekommen an der Kette. Muss ich weiter eindrehen nach vorne. Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten. Wir haben die Initiative. Frage ist, von wo hat er mir einen gegeben? Und wo ist die IS-1 hin?
der die Flak will abhauen. Hat's auch geschafft. So. So ein Scheiß. Sekunden, komm. Das geschieht recht. So. Er zieht sich zurück. Steht der? Da ist die Flak. Ich sehe den nicht. Das ist mies, wie die da stehen. Noch ein bisschen mehr und der Sieg gehört uns. Boah, voll mies. Wie steht der denn da? Ich sehe den da nicht. Ah, okay. Da kommt. Der zieht sich direkt wieder zurück, weil er nicht weiterschießen kann. Abschusshilfe, das war die Flak. Ich sehe den nicht. Da ist er. Abschusshilfe. Die Cis hat sich gerade erledigt. Feindliche Truppen haben mein Gebiet eingenommen. Okay, wo ist der? Den Schnix wegen dem Kackbaum da. Abschusshilfe. Ich bin hier der Abschusshilfen-King. Ich krieg meine Krone. Kritischer Treffer. Jetzt zieht sich aber auch bestimmt wieder direkt zurück. Ich muss sagen, zum Glück laden wir recht schnell nach. Pack Flugzeug. Konnte zum Glück nicht fliegen. Ah ne, der die M15 hat den abgeschossen. Sehr nice. Also ich sehe wieder nichts. Der meistgesprochene Satz in War Thunder ist, ich sehe nichts. Und das stimmt auch. Da hat gerade irgendwas geschossen, aber ich sehe nichts. Der da. Guck mal, der ist, steht ja da, ne? Seht ihr irgendwas? Wenn ihr den seht, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Der steht genau da hinter diesem Kackhügel. So. Ah, da ist noch was. Da, jetzt gut, ja. Das
Zack, Ziel unbeschädigt, war ja klar. Das ist die IS-1. Oder IS-2. IS-2 könnte das sein. Der steht da hinten. Abschusshilfe, Wirbelwind. Na egal, Abschusshilfen bringen auch genug Kohle. Zumindest sind die Reparaturkosten schon mal im Sack, das ist immer gut. Jo. Ich würde gerne die. Ich nehme an, das ist eine IS-2. Ne, IS-1 dürfte es sein. Ich will die haben. Da kommt er. Seht ihr, er ist genau da. Neben linke Seite, neben mein Kreuz, da bewegt er sich. Irgendwas geschossen. Oh, hallo. Okay, die IS-1 hat sich. Hallo. Nicht getroffen. Nashorn, du kack Nashorn. Schade, dass ich den ersten Schuss nicht getroffen habe. Egal, 4 Abschusshilfen kann ich sehen lassen. Ich meine, wer von euch die Black Prince hat, der weiß, dass ich hier einen harten Kampf habe. Nehmen wir mal den Firefly. Als Backup-Panzer. 5-0, aber... Ich wollte jetzt nicht unbedingt wieder so hoch gematcht werden mit der Black Prince. Deswegen habe ich mir die Black Prince in mein 5er-Deck reingenommen. Das zieht dann das BR ein bisschen runter. Nicht immer, aber meistens. Sagen wir mal so. So, wir sind hier fett am Ablosen. Ja, aber erstmal die ganzen Sniper da wegkriegen, ne? Wo bin ich denn hier? AD2, da bin ich auch am Forschen. Die soll richtig böse sein. Ich freue mich schon auf den Ground Attacker. Der Nass auch noch hier. Guck schon mal hin. Da. Sakrit. Wenn wir nicht etwas unternehmen, hat der Feind gesiegt. Hallo. Nein. Das geschieht im Recht. Sehr schön. Jetzt haut das Nashorn wieder ab. Nein. Wie mies. Nicht abhauen. Treffer. Abschusshilfe, Nashorn. Ich bin der König der Abschusshilfen, immer sehr hilfbereit und helfe den Leuten immer wieder gerne, ihre Kills zu kriegen. Jo. Sollte auch mal belohnt werden. Da ist die kaputte Flak. Augen auf den ausgewiesenen Sektor. Ja. So, C gehört uns. Da, den krall ich mir.
auch mal einen Kill haben. Fahrrad überlebt. Da soll man übrigens durchschießen können. Warum habe ich ihn jetzt nicht getroffen? Warum? Ja, seht ihr, da kann man durchschießen. Treffer. Da ist ein Flak, den ich beackert. Unschön. Kommt sogar durch. Schon Treffer, erstmal Ruhe. Ne, immer noch eine Spur. Abschusshilfe, Ostwind. So. Sag Treffer. Da hat mich irgendwas Schweres getroffen. Ich weiß nicht von wo. Da. Ah, Mist. Abschusshilfe aber noch passiert. Die scheiß IS-1, es war wohl eine IS-1, der die ganze Zeit stand. Wir sind dem Feind voraus. Jo. Wie mies. Nehmen wir den Thunderbolt. Voll der Abschusshilfenheld. Jo, aber ich denke mal, ist auch schön. Scheint auch so, als ob wir das Ruder hier etwas rumgerissen haben. Ich möchte mir jetzt noch gerne den Panther krallen. Ja, und natürlich Rache an die IS-1 üben. Rache ist immer schön. Wenn man sie dann auch bekommt. So, wir fahren wieder nach hier vorne. Nein! 21 Sekunden. Da steht der, ist der Turm von dem Panther. Nein, der zieht sich zurück. Oder? Der dreht auf jeden Fall schon mal seinen Turm, das ist sehr schön. So. Vielleicht kommt er jetzt nochmal nach vorne. Die beste Staffel. Zweiter Platz, 7 Abschusshilfen, 2 Tode, 2617 Punkte. Abschusshilfen. Ja. Muss ein bisschen aufpassen mit meinem Mic. Ich habe hier so einen Knopf, den schiebt man so hoch und zurück. Und dann kann es passieren, dass das Mic ausgeht. Ja, 2 Gutscheine, leider nicht für die Black Prince, aber egal. Jo, wie erwähnt, 2. Platz, Abschusshilfen 7 Stück an der Zahl, kritische Treffer 6, Treffer insgesamt 18, Aktivität 87%. Wir haben 42.000 Silverlines bekommen, deswegen Leute, glaubt mir, Abschusshilfen, Bombe. Damit macht ihr richtig Kohle. Fahrzeugforschungspunkte 4.591, mega, kann sich auch super sehen lassen. Noch, ja, etwas über 200.000 Forschungspunkte für den Conway und dann gibt's Conway Let's Play. Bis gleich, sind wir wieder zurück in der Garage mit unserer Black Prince. Und ja, ihr habt gesehen im ersten Gefecht, die MK1 Granate mit dem kleinen Geschoss hat den, ja, die IS-1 so kleine Nadelstiche verpasst. Bin teilweise nicht durchgekommen. Ist halt eine IS-2, aber man hat gesehen,
Wenn ich durchgekommen bin, dann immer nur einzelne Crewmitglieder rausgenommen, einzelne Module zerstört. Ich musste dann kurz auf die MK8, auf die stärkere Granate wechseln, habe einen Schuss abgegeben und der Panzer war durch die Splitterwirkung direkt One-Shot. Deswegen im Nahkampf und mittleren Bereich wechselt auf die MK8, damit ihr einfach eine größere Wirkung habt. MK1, wie gesagt, ist nicht schlecht, die ist gut, aber halt auf Distanzen. So, kommen wir kurz zu dem Schutz zu sprechen. Wir haben hier einen schweren Panzer, der zwar gut gepanzert ist, aber dennoch auf BR-60 allmögliches durchkommt. Wir haben eine Frontpanzerung von 152 mm, eine untere Panzerung von 153 mm im 20 Grad Winkel. Die vordere Platte ist gerade. Der Turm wird aus mehreren Segmenten zusammengebaut. Wir haben hier 173 mm. Hier sind es 176 mm. Hier vorne haben wir so einen kleinen Bereich, der ist ein bisschen schwächer gepanzert, hat aber nur den Anschein, dass er 10,2 mm stark gepanzert ist. Davor ist noch diese Blende mit 173 mm starker Panzerung. Und ich denke, das kann ich dann schon ordentlich sehen lassen. Der Turm an sich an der Seite kommt mit 100 mm daher. Hier vorne sind 105, auf der anderen Seite das gleiche. Unten haben wir 95,5 mm. Hinten ist die schwächste Stelle. Da sind es nur 57,2 mm. Hinten am Tor 101 mm. Wir haben noch Schwachstellen an diesem Gefährt. Und zwar haben wir hier einmal die Kommandoluke, die nur mit 100 mm daherkommt. Und jeder Schuss dagegen sorgt dafür, dass die Splitter in den Kampfraum reingehen, die da runter befindlichen Module und Crewmitglieder ausschalten und uns damit kampfunfähig machen. Wir haben noch eine kleine Schwachstelle, und zwar wenn der Gegner Hull Down steht, kann er uns hier oben penetrieren, 71 mm, und dann passiert das gleiche wie eben gesagt. Wenn wir dieses Fahrzeug anwinkeln, und dazu rate ich euch, haben wir eine Effektivität von 221 mm bis hin zu 243 mm. Hier oben sind es 195 mm bis hin zu 217 mm. Und am Turm, ja, müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr ihn anwinkelt, dann wird die kleine Stelle hier frei. 123 mm ist dann etwas leichter zu penetrieren. 152 mm auch. Sagen wir, ihr winkelt den an, schießt nach hier weg und dreht ihn dann immer so leicht weg, damit die Panzerung hier oben, ihr seht, 183 mm und 272 mm wieder etwas verstärkt ist. Kommen wir noch ganz kurz auf die Belohnung zu sprechen, ist ja auch immer interessant. Wie ihr wisst, ich habe ein Premium-Konto, ihr müsst da also, wenn ihr kein Premium-Konto habt, ein bisschen abziehen. Also mit Premium-Konto haben wir hier eine Fahrzeugbelohnung von immerhin 534%, was ziemlich viel ist, wie ich finde. Die Silverline-Belohnung liegen bei 420%, auch gut. Ohne Premium-Konto haben wir hier eine Forschungsbelohnung von 434% und eine Civiline-Belohnung von 370%. Wenn ihr Fragen zum Panzer habt oder einen Let's Play-Wunsch, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare reinschreiben. Und wenn es euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen. Und solltet ihr meinen Kanal abonnieren, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Gehabt euch wohl, ich wünsche euch viel Spaß im Spiel. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.